Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich einen leckeren Rhabarberkuchen mit Streusel als Blechkuchen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei meinem Video. Als allererstes brauchen wir 250 Gramm weiche Butter in Stücken. Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Das Ganze lasse ich jetzt erstmal schaumig rühren und zwar eine Minute auf Stufe 4. Jetzt gebe ich 4 Eier dazu und lasse diese auch nochmal 30 Sekunden auf Stufe 4 unterrühren. Jetzt kommen 300 Gramm Mehl dazu und 2 Teelöffel Backpulver. So, und das Ganze lasse ich jetzt 30 Sekunden auf Stufe 5 unterrühren. So, den Teig werde ich jetzt auf ein tieferes Backblech streichen. Das habe ich mir hier schon mal mit 2 Backpapierstücken ausgelegt, damit das Blech auch schön am Rand bedeckt ist und der Kuchen nicht hängen bleibt. So, jetzt habe ich hier 50 Gramm Löffelbiskuits in so einen Gefrierbeutel gepackt. Den habe ich hier gut verschlossen. Und diese Löffelbiskuits werde ich mir jetzt ein bisschen mit den Händen klein bröseln. So ungefähr, das reicht mir schon. Und diese Brösel verteile ich jetzt auf dem Teig. So, hier habe ich mir 1 Kilo Rhabarber vorbereitet und zwar habe ich den geputzt und in kleinere Stücke geschnitten, ungefähr so groß. Und den werde ich jetzt ebenfalls auf den Teig verteilen. Jetzt den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. So, jetzt bereiten wir uns noch schnell die Streusel vor und zwar brauchen wir da 125 Gramm Butter in Stücken, und zwar muss die Butter kalt sein, sonst klappt es nicht richtig mit den Streuseln. 125 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 250 Gramm Mehl. So, und das Ganze lassen wir jetzt ungefähr 40 Sekunden auf Stufe 3 zu Streuseln verarbeiten. Das sind jetzt die fertigen Streusel. Wem die Streusel ein bisschen zu klein sind, der kann den Streuselteig gerne noch mit den Händen wieder ein bisschen zusammendrücken, wenn er lieber größere Streusel mag. So, jetzt werde ich meine Streusel noch auf dem Rhabarber verteilen. Und jetzt werde ich noch 100 Gramm gehackte Mandeln drüber verteilen. Jetzt kommt der Kuchen für ca. 45 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen. Ja, meine Lieben, der Kuchen ist fertig. Sieht wirklich traumhaft. Den Kuchen habe ich für meine Mama gebacken. Die hat nämlich morgen Geburtstag. Ich darf zwar ein Stückchen rausschneiden, um ihn euch zu zeigen, wie er von innen aussieht. Das werde ich jetzt dann auch noch tun. Aber ich kann ihn leider nicht probieren, weil es würde doof aussehen, wenn da schon ein Stückchen fehlt. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ja, im Anschluss zeige ich euch, wie gesagt, noch das schöne Bildchen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und das Video dazu auch. Und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo. Ihr dürft auch gerne Kommentare unten da lassen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!